Wir wollen Schwerpunkte setzen, müssen uns durchaus auf das Machbare konzentrieren und werden auch das Wünschenswerte hier und da zurückstellen müssen. Die Aufgabe des Senats wird es sein, und das ist sehr wichtig, weil wir die Menschen gewinnen müssen, in Bremen und Bremerhaven transparent, offen und ehrlich zu erklären, warum wir das ein und andere tun und warum wir es so machen müssen und nicht anders herangehen müssen. Wir haben uns vorgenommen, als rot-grüne Koalition Vertrauen zu gewinnen. Wir wollen unter Beweis stellen, dass die Aufgaben zu schaffen sind, mit ganzer Kraft für Bremen und Bremerhavens Zukunft arbeiten, meine Damen und Herren. Die Sanierung wird hauptsächlich eine Aufgabe der Finanzen, und das ist kein 100-Meter-Lauf. Das wird ein Marathon, und wenn wir im Bild bleiben, stehen wir nun kurz vor dem Einlauf in das Stadion. Die letzte Wegstrecke ist zurückgelegt, und wenn man einen Marathonlauf bis dahin erfolgreich bewältigt hat, dann hat man ja drei Fragen. Ist man für den Rest noch gut vorbereitet? Hat man die richtige Strategie? Hat man die nötige Ausdauer? Die neue Koalition hat einen Koalitionsvertrag geschlossen und vorgelegt, in dem man Antworten auf diese Fragen findet. Und ich will sagen, Herausforderungen, die nicht nur in Zahlen gegossen sind und Zahlenfragen sind. Wir wollen die Möglichkeit haben, uns nicht erdrosseln lassen von den engen Spielräumen, sondern wir wollen auch Politik machen und Schwerpunkte setzen, meine Damen und Herren. Und ich will diese Schwerpunkte nennen. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Verbesserung der Bildungschancen unserer Kinder, Sicherung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven, die Schaffung von Voraussetzungen für wachsende Städte und die Gewinnung neuer Menschen für Bremen und Bremerhaven als Einwohner, das Gelingen der Energiewende, aber eben auch eine neue Politik in der Region und eine Modernisierung der Verwaltung. Wir haben an den Anfang unseres Koalitionsvertrages sehr bewusst das Thema Arbeit und Arbeitsmarktpolitik gestellt, weil Arbeit der zentrale Schlüssel ist für die Überwindung von Ausgrenzung und Armut. Für uns ist es deshalb ein wesentlicher Auftrag, und den haben wir übernommen im Sinne einer Kontinuität, Auftrag aus dem Bündnis für sozialen Zusammenhalt, aber auch des hier beschlossenen Bürgerschaftsausschusses zur Bekämpfung und Prävention von Armut und sozialer Spaltung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die inhaltlichen Schwerpunkte unserer Senatsarbeit werden unter den Rahmenbedingungen des Konsolidierungskurses stattzufinden haben. Ich habe dies eingangs gesagt, die geltende Schuldenbremse werden wir umsetzen. Das wird kein Spaziergang werden. Wir werden die vor uns liegenden Herausforderungen aber gemeinsam angehen, mit dem klaren Blick dafür, die Selbstständigkeit unseres Bundeslandes zu sichern. Wir werden dafür auch über 2020 hinaus die solidarische Unterstützung der anderen Länder und des Bundes brauchen. Gleichwohl wir leistungsstark sind, was wir wissen, aber wir wissen auch, wie es ist mit dem Geld, das wir einnehmen, dass vieles davon eben nicht in unseren Kassen bleibt. Und wir wissen, dass wir mit der Last der Vergangenheit zu tun haben, mit den hohen Altschulden, auf die es für die wir sehr hohe Zinslasten zu tragen haben. Das ist anerkannt in der Republik. Es ist anerkannt, dass Saarland und Bremen zusätzliche Hilfen brauchen, auch nach 2020. Das ist ein wichtiges Ergebnis auch der Arbeit des vergangenen Senats, beharrlich daran zu sein. Aber ich bedanke mich auch hier im Hause bei allen Fraktionen, weil ich weiß, dass alle Fraktionen immer versuchen, auf Bundesebene diese bremische Position zu vertreten und die bremische Lage zu erklären. Und man muss es erklären und erläutern. Ich bedanke mich dafür ausdrücklich und will hier auch sagen, dass ich vielfach gefragt worden bin, wie viel Geld wir denn eigentlich brauchen würden, um die lebens- und politische Gestaltungsfähigkeit zu bewahren und gleichzeitig auch darauf zu achten, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, das sagt uns das Grundgesetz, dass die gewährleistet werden können. Wir wissen hier in Bremen, dass nach den Kalkulationen ein Betrag von wahrscheinlich 500 Millionen Euro notwendig und angemessen ist.
Wenn wir das erreichen, dann hätten wir neben den Zinshilfen auch die Unterstützung bei den Kosten der Unterkunft, der Hafenfinanzierung und vielen anderen Aufgaben, die uns als Stadtstaat besonders belasten. Und dafür werden wir uns einsetzen. Einsetzen bei den laufenden Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Finanzsenatorin Linnert ist dort sehr kontinuierlich in den entsprechenden Bereichen unterwegs. Und ich werde in Nachfolge des Präsidenten des Senats, Jens Börnsen, hier alles dafür tun, dass wir unsere Lebensfähigkeit und unsere Perspektiven nicht nur anerkannt kriegen, sondern auch die angemessene Hilfe bekommen. Das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe des Bundes und der Länder. Aber wir haben auch unseren Beitrag zu leisten. Und ich sage das hier an der Stelle immer wieder, weil der Zusammenhang, die zwei Seiten der Medaille sind nicht zu trennen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und das heißt, wir werden als rot-grüne Koalition den Sanierungsweg konsequent und erfolgreich weiter beschreiten. Diese neue Regierungsmehrheit im Parlament und damit eben auch Sie, Herr Bürgermeister Siling, im Senat, haben mit knapp 25% die geringste demokratische Legitimation, die je eine Regierung unseres Bundeslandes gehabt hat. Und deswegen war die Botschaft vom 10. Mai, es darf nicht weiter so gehen wie in den letzten 8 Jahren dieser Regierung. Die Menschen erwarten von Ihnen andere Antworten, sie erwarten von Ihnen neue Antworten, sie erwarten von Ihnen keine Versprechungen, sie erwarten von Ihnen Taten, um unser Bundesland voranzubringen und die Probleme dieses Landes zu lösen. Und das ist der Maßstab, Herr Bürgermeister Siling, an dem man eine Regierungserklärung messen muss. Und da sage ich Ihnen ganz offen, wird Sie auch nicht überraschen als Vertreter der CDU-Fraktion, da bin ich noch nicht zufrieden. Ich glaube, Sie haben nicht verstanden, dass die Menschen, die übrigens gleichzeitig die Wählerinnen und Wähler sind, am 10. Mai diesen Jahres eindeutig gesagt haben, mit der bisherigen Haushalts- und Finanzpolitik darf es nicht so weitergehen wie bisher. Und Sie haben ja auch gesagt, Bürgermeister Börnsen hat für die Koalition die richtige Schlussfolgerung aus dem Wahlergebnis gezogen. Ja, ich hätte mir gewünscht, meine Damen und Herren, dass nicht nur Bürgermeister Börnsen, sondern auch die gescheiterte Finanzsenatorin die Konsequenzen aus diesem desaströsen Wahlergebnis gezogen hätte. Denn gerade in der Haushalts- und Finanzpolitik bleibt der von Ihnen versprochene Aufbruch definitiv aus. Selbst wenn man den Koalitionsvertrag liest, gibt es keine neuen Antworten auf den Spagat zwischen den begrenzten öffentlichen Mitteln und den zusätzlichen Anforderungen, die die Menschen in der Bildungspolitik, in der Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder, in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit suchen. Und die Antwort kann nicht so sein, wie sie im Koalitionsvertrag steht, dass immer dann, wenn Sie zusätzliches Geld ausgeben wollen, Sie den Menschen über Steuererhöhungen neue Zumutungen unterbreiten, meine Damen und Herren. Man kann einen Haushalt nicht dadurch sanieren, dass man den Kurs hält, alle Ausgaben fortsetzt und immer, wenn man was Neues machen will, einfach was obendrauf sattelt, meine Damen und Herren. So funktioniert solide Haushaltspolitik eben gerade nicht. Und wenn Sie es so machen wie Ihr Vorgänger, dass am Ende die Schippe drauf nichts mehr ist als eine zurückgenommene Sparmaßnahme, dann enttäuschen Sie die Menschen, die am 10. Mai solchen Versprechungen eben nicht mehr Glauben geschenkt haben. Dann enttäuschen Sie diese Menschen erneut und werden es nicht schaffen, mit inhaltlicher Politik und inhaltlichen Auseinandersetzungen die Menschen davon zu überzeugen, wieder sich verstärkt an der politischen Debatte zu Beteiligung an Wahlen teilzunehmen. Da können Sie die Legislaturperiode bis in den Sankt-Nimmerleins-Tag verlängern und da können Sie meinetwegen auch die Wahlurnen zu den Wählern bringen, meine Damen und Herren. Eine Wahlbeteiligung steigt nur dann, wenn die Politik den Menschen glaubwürdige Antworten auf ihre Probleme gibt. Und das ist Ihre Regierungserklärung, Herr Bürgermeister Siling, leider schuldig geworden.